dat de AIVD-dienstmoordenaar Mohamed Bouyeri maandenlang ongemoeid liet. De AIVD heeft tot aan 2 november een inschatting gemaakt dat hij slechts een randfiguur was van de Hofstadgroep. Dat je achteraf moet constateren dat je het in dat opzicht bij het foute eind hebt gehad, is natuurlijk iets waar deze dienst altijd ook weer buikpijn van krijgt. Want je hebt iemand, naar achteraf blijkt, gewoon verkeerd getaxeerd. Hij was beslist geen minor figure. Vandaag in Reporter de première van een Duitse documentaire over de moord op Theo van Gogh. Waarin pijnlijk duidelijk wordt hoe de Nederlandse geheime dienst het meest extremistische lid van de Hofstadgroep aanzag voor een onschuldige loopjongen. Am 2. November 2004 wird ein Mann hingerichtet werden, mitten in Amsterdam, auf offener Straße, am helllichten Tag. Der Tatort ist in Amsterdam, aber es hätte überall in Europa passieren können. Das Opfer, der Filmemacher Theo van Gogh. Warum musste er sterben? Der Täter, der junge Moslem Mohamed Bouyeri. Wie wurde er zum Mörder? We had a meeting at 9, Theo and I, with the distributor of Theo's last film. And I thought, well, Theo will already be in the office because he was always too early. I was a bit tense cycling to the city. And afterwards, it turned out at the same moment he was cycling, you could say. So when I arrived in the office, the distributor was already there, but Theo wasn't. Es ist der 2. November 2004, 8.35 Uhr. Die ersten Schüsse treffen Theo van Gogh auf seinem Fahrrad. Blutend schleppt er sich über die Straße, mitten im Berufsverkehr. Sein Mörder folgt ihm und alle schauen zu. Adam korkusundan sesini çıkaramıyor. Şimdi sadece öbür taraf, o vuran kişi bağırıyor. Ne bağırıyordu? Bağırıyordu işte siz yabancı düşmanı, işte siz şöyle insansınız, siz böyle milletsiniz. İşte bizlere karşı bunu yapıyorsunuz. Adam diyor yani benim bunda yani size karşı bir şeyim yok. Yani bir yanlışım yok. Ben bir filmci bir insanım. Wenige Minuten später ist Theo van Gogh tot. Hij was wel dood. Dat zag je meteen, hij was wel dood. Ik pakte mijn fotocamera uit mijn tas en ik richtte het op de persoon die er op de grond lag. En ik heb daar twee foto's van gemaakt. En later bleek dat Theo van Gogh te zijn. I picked up the telephone and I heard my colleague at the newspaper and he said, well, we just heard that someone shot Theo. Can you confirm that? So I immediately tried to call Theo and he didn't pick up the telephone. My heart, my mind, everybody was, I wish it's not true, I wish it's not true, but then you just know it's true. It happened. You just know that it's terrible, but it's true. Die Freunde versammeln sich vor Van Goghs Produktionsfirma. Hilflos, entsetzt, fassungslos. Ihr Freund Theo, hingerichtet auf offener Straße. Als die Eltern eintreffen, kennen sie erst die halbe Wahrheit. Ihr Sohn ist tot, ermordet. Doch damit nicht genug. Er wurde regelrecht abgeschlachtet. Mit dieser Machete schnitt der Mörder ihm die Kehle durch.
It made me hate very much because of the way in which he was murdered. His head was nearly off. And that's awful. That's so very awful. Yes. It's so barbarian. They are barbarians, you know. Only a barbarian should do such a thing. Mohamed Bouyeri aber ist kein Fremder. Amsterdam ist seine Stadt. Hier ist er geboren. Hier kennt er sich aus. Ein Augenzeuge macht von der anderen Straßenseite ein Foto vom Täter, dem jungen Mann im Trenchcoat, der ohne jede Hektik den Tatort verlässt. Er flieht durch den angrenzenden Osterpark und liefert sich einen heftigen Schusswechsel mit der Polizei. Zwei Polizisten werden verletzt, bevor Mohamed Bouyeri selbst kampfunfähig geschossen und verhaftet wird. It's just too unbelievable that in the morning at 8:45 someone can be walking around with a gun and a knife and a sword, and you know, the whole picture of you know, somebody actually slaughtering another human being on an Amsterdam street is still unbelievable. Holland steht unter Schock. An diesem 2. November trauern alle um Theo van Gogh, auch wenn er zu Lebzeiten vielen auf die Nerven ging. Ein Provokateur, der die Grenzen der Meinungsfreiheit immer wieder ausgetestet hatte und dabei vor keiner Beleidigung zurückgeschreckt war. Und doch, um diese Freiheit zu verteidigen, versammeln sich Hunderttausende. Denn jeder hier weiß, warum Theo van Gogh ermordet wurde, wegen dieses Films. Oh Allah, my spirit broken, I hear in my head the judge's Submission, Unterwerfung, ein Film über die Unterdrückung muslimischer Frauen. Er lief 2 Monate vor dem Mord im Fernsehen, ein Skandal. We did not realize that really, that this was such an insult, you could say, for Islam, to use words from the Quran. Because you keep on looking at these things with Western eyes. Eine muslimische Frau schrieb das Drehbuch für Submission. Die Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali. Theo van Gogh war nur der Regisseur. Jetzt ist er tot. I feel guilty because I knew that there was danger, and I know rationally that the person who committed the murder is responsible for the murder and for the killing. But you know how it is, I just wish that Theo was not dead, and I wish that it didn't happen, and I wish I didn't make Submission the way I did with him, or that he didn't write his name, and that's just a process that you have to go through. It's a process of pain and... Sie wollte nur ihren Namen auf dem Filmabspann nennen, allein die Verantwortung übernehmen. Theo van Gogh aber lehnte ab. Nie hatte er sich versteckt. Warum jetzt? From the start, she told us, boys, what we are doing, what you are doing, Theo, it's dangerous. It's dangerous. They don't like that. And we said, Ayaan, we are living in Holland. Come on. This is Amsterdam, city of sins, abortion, horse, homosexuals marrying together. Come on. No, she said, no, I have to warn you. I have to warn you. Please. Doch was passierte, war eben nicht vorstellbar. Eine rituelle Schlachtung auf offener Straße mit klarer Botschaft. Mit diesem Filetiermesser hatte der Mörder seinem Opfer einen 5-seitigen Brief in die Brust gerammt. Es ist ein offener Brief im Namen von Allah, dem Barmherzigen, dem Gnadenvollen, an Ayaan Hirsi Ali. Er tötete Theo van Gogh, weil dieser ein leichtes Ziel war, wie er arglos auf seinem Fahrrad durch Amsterdam fuhr. Ayaan Hirsi Ali dagegen war unerreichbar. Sie hat Personenschutz, denn seit Jahren lebt sie mit Morddrohungen.
Im Brief des Mörders heißt es: Der Islam wird mit dem Blut der Märtyrer die Welt erobern. Und er schließt: Verflucht seist du, o Amerika. Verflucht seist du, o Europa. Verflucht seist du, o Holland. Verflucht seist du, o Hirsi Ali. Mohammed Bouyeri wollte als Märtyrer sterben. Aber er wird nur verletzt. Er lebt und er schweigt. Nur auf eine Aussage legt er Wert. Er hat immer gesagt, dass er das allein gemacht hat. Dass es anderen nicht dabei waren, auch nicht mitgearbeitet haben und sogar auch, dass andere das nicht gewusst haben, was er tun würde. So, er hat sich nur als ein Einzeltäter hat er sich selber betrachtet. Wirklich nur ein durchgeknallter Einzeltäter? Die entscheidende Frage für den Staatsanwalt. Dit is het dossier van het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh. In diesen Akten findet sich auch das Dossier des Geheimdienstes. Denn seit fast zwei Jahren schon werden Mohammed Bouyeri und seine Freunde beobachtet. Der Geheimdienst nennt sie die Hofstaat-Gruppe. Der Staatsanwalt lässt gleich nach der Tat Bouyeris Wohnung observieren. Jeder, der ins Haus will, wird festgenommen. Insgesamt 9 Personen. Alle sind dem Geheimdienst bekannt. Umso erstaunlicher dessen Beurteilung bis zum Mordtag. De AIVD heeft tot aan 2 november een inschatting gemaakt dat hij slechts een randfiguur was van de Hofstadgroep. Bei dieser vermeintlichen Randfigur finden die Ermittler jede Menge islamistischer Texte, an die 70 Enthauptungsvideos und Blutspuren von der Schlachtung eines Schafes. Übung für den grausamen Mord? Und sie finden Hinweise darauf, dass Mohammed Bouyeri am Abend zuvor Besuch hatte. Der Abend vor dem Mord. Aus Den Haag sind andere Mitglieder der Hofstaat-Gruppe angereist. Sie haben einen Topf Suppe mitgebracht. Zum gemeinsamen Fastenbrechen, sagen sie, denn es ist Ramadan. Als letzte Mahlzeit, Verabschiedung des Märtyrers, glaubt der Staatsanwalt. Später am Abend gehen sie an den nahegelegenen See. Sie hören Koransuren vom MP3-Player. Mohammed Bouyeri übergibt seinem Mitbewohner einen Abschiedsbrief an die Familie. Ich habe mich entschlossen, schreibt er, meine Pflicht gegenüber Allah zu erfüllen und meine Seele gegen das Paradies zu tauschen. Er bedauert, dass die Familie ihm fremd geworden sei. Ich habe oft nach Wegen gesucht, euch die Wahrheit näher zu bringen, aber irgendwie schien es da eine Wand zwischen uns zu geben. Für diese Adresse war der Brief bestimmt. Hart-Niebrichstraat im Amsterdamer Stadtteil Slotervaart. Hier wohnt die Familie Bouyeri, hier ist Mohammed aufgewachsen. Die meisten Bewohner Slotervaart sind Einwanderer aus Marokko, so wie Mohammeds Vater. 1965 verlässt er sein Dorf, um in Holland Geld zu verdienen, als Tellerwäscher. 1978 kommt das zweite Kind zur Welt, Mohammed, der ersehnte Sohn. Er wächst auf in Amsterdam. Aber das Amsterdam der Touristen ist hier weit weg. Wer hier lebt, geht in die Moschee. Aus Tradition, weil alle es tun, weil es dazugehört. Mohammed Bouyeri ist 12 Jahre alt, als er 1990 hierher auf die Mondrian-Schule geht. Zu Hause sind sie jetzt zu 10. Mohammed, der erstgeborene Sohn, aber bleibt der Liebling der Mutter. Er soll es zu etwas bringen im Leben und er ist bereit dazu. Vrij correct geklede middelbare scholier voor die tijd. Netjes, geen gimpen, schoenen, meestal een wit overhemd. Oplettende leerling.
We weten van gesprekken met destijds ook met zijn familie dat hij dat het een rustige jongen was. Had veel zorg over zijn familie, als ik het me goed herinner. En ja, we hebben geen andere aanleiding om te veronderstellen. Op school was hij niet gelovig, laat ik het zo zeggen. BO studeren en ja, in de grote echte wereld iets positiefs bereiken. Dat zag ik wel gebeuren met hem. 1995 beendet er die Schule. Abgesehen von einem ersten kleinen Konflikt mit der Polizei sieht alles gut aus. Er beginnt sein Studium, Wirtschaftsinformatik. Doch das Verhältnis zur Familie wird immer schwieriger. Es eskaliert, als seine Schwester einen Freund hat. Für ihn ein Angriff auf die Familienehre. Schließlich zieht er in eine eigene Wohnung. When he went to the same university as where I went, he was really a loose and free rebellion. That means he did all the things that a Muslim wouldn't do, drink, smoke, etc. But after a while, also his friend noticed that he has changed because he stopped drinking, he stopped going out to discos, etc. And he was getting more serious about his background and his religion. Dish City's lauter Fahrt. Satellitenschüsseln verbinden mit Marokko, der Türkei und dem Nahen Osten. Über 50 arabische Sender verbreiten vor allem das Bild von der unterdrückten islamischen Welt. Heute wie damals. Und vor allem junge Muslime identifizieren sich mit den gezeigten Opfern. Heute wie damals. Nahe Botschaften aus der Ferne. Theo van Gogh-Sendungen dagegen waren hier unendlich weit weg. So präsentierte er sich am erfolgreichsten. Theo van Gogh, der Dorftrottel, der Tabuverletzer. In het kader van de culturele integratie, clitorisbesnijding in het ziekenfonds. Een zegen voor ons allemaal, want als wereldburger moet je overal durven kijken. Nichts und niemand war ihm heilig. Edelweiss, Edelweiss. La 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 la. En dan zou het leuk zijn. Nicht einmal der eigene Tod. Langsam, der Kist nicht zack. Ernsthaft, freundlich, konzentriert, das war der Spielfilmregisseur Theo van Gogh. Sein letzter Film 0605 behandelt die Ermordung des holländischen Politikers Pim Fortuyn, ausgerechnet. Aber dann war da noch Theo der Tabubrecher. Hemmungslos, verletzend, obszön. Muslime nannte er gern Ziegenficker. Aber er wütete genauso gegen Anne Frank und den jüdischen Schriftsteller Leon de Winter. Und Rob Cohn, den jüdischen Bürgermeister von Amsterdam, verglich er mit einem Nazi-Kollaborateur. Maßlos in seiner Wut, seiner Leidenschaft, seiner Selbstzerstörung. Saying things you're not supposed to say, that's what he loved. And he quite often went way too far with it. Too provocative, too absurd. And this is, Theo is Imam van Gogh. He performed like that a few times. And Imam van Gogh was an extremely radical imam. He was very good at performing like that and explaining why it was necessary to throw homosexuals from the 11th floor of buildings, etc. And all these kind of radical things. So that was based on original quotes in the Quran? Or? Yes, absolutely, always, yeah. In his role as imam, he could have even called for the that murderer. Bastard Theo being murdered? Absolutely, yeah. Die Welt des Koran. Für Theo van Gogh Material für beißende Satire. Für seinen Mörder zunehmend Lebensinhalt. Im Dezember 2001 stirbt Mohamed Bouyeris Mutter an Krebs. Sein Studium gibt er nun auf. Vor allem seit dem 11. September fasziniert ihn die Welt des radikalen Islam. Aber noch lebt er nicht in ihr. Er schreibt jetzt Artikel in der Stadtteilzeitung über Normen und Werte zum Beispiel. Menschen können Allahs Gesetze nicht ändern, steht da. Eine klare Absage an die Demokratie, den Parlamentarismus, die Verfassung. Hallo, beste Leser, stellt er sich Anfang 2002 vor. Da trägt er noch Jeans und sieht auch sonst nicht aus wie ein Islamist. He wanted to be a part of the crew, so he was in the redaction of this newspaper, because he was very smart and he knows a lot of this
of this part of the city, so... And he can write pretty well. Und engagiert sich im Stadtteil. Viel Arbeit steckt er in einen Plan für ein neues Jugendzentrum, der aber schließlich abgelehnt wird. Sind wir zu klug oder seid ihr zu dumm, ruft er bei der Anhörung im Ministerium. Er fordert, dass die Wohnungen religiös umgebaut werden. Frauen sollen in die Küche gehen können, ohne Männern zu begegnen. Er organisiert Jugendgruppen, besteht aber dann darauf, dass keine Mädchen teilnehmen. Er sprengt eine Bürgerversammlung durch laute Allahu Akbar-Rufe. Geld verdient er als Mitarbeiter bei der Stiftung, die auch die Zeitung herausgibt. Aber auch hier tritt er nun aggressiver auf. Auf einem bestimmten Moment wollte er auch keine Aktivitäten tun, weil sowohl Männer als Frauen an meededen. Und davon haben wir gesagt, das kann nicht. Das muss hier gewoon kunnen in dieser Saal. Und wenn man das nicht opbrengen kann, heeft goede Freunde. Aber dann müssen wir stoppen. Und so ist es auch gegangen. Ab jetzt lebt er von der Sozialhilfe und für seinen Glauben. Er geht in die Altawiet-Moschee in Amsterdam, von der es heißt, dass hier schon prominente Attentäter des 11. September verkehrten. Und vermutlich trifft er hier auf den Mann, der sein weiteres Leben bestimmen wird. Der Syrer Abu Khaled ist ein Asylbewerber aus Deutschland. Mit sanfter Stimme trägt er seine radikalen Botschaften vor und zieht junge Männer in seinen Bann, die auf der Suche nach sich selbst sind und nach einem Ziel im Leben. Junge Marokkaner wie Mohamed Bouyeri. Sie folgen ihrem neuen Imam, den sie respektvoll Scheich nennen, nach Schiedam, einem kleinen Ort in der Nähe Rotterdams. In diesem unscheinbaren Telefonladen konnten sie nicht nur ungestört telefonieren und im Internet surfen, ein Stockwerk höher konnten sie auch beten. Unten, so werden Ermittler später feststellen, hielten sie engen Kontakt zu Islamisten in Spanien und Pakistan. Nach Ladenschluss versammelten sie sich oben zum gemeinsamen Gebet und zum Unterricht. Abu Khaled war ihr Mentor, ihr Imam. Hier schwor er seine Jünger ein, jeder Ungläubige verdient den Tod. Der Syrer Abu Khaled verkörpert, wonach sich Mohamed Bouyeri bei seinem Vater vergeblich gesehnt hat. Autorität, Weisheit, Stolz. Schon bald wohnt Abu Khaled bei Mohamed Bouyeri. Die Treffen finden nun vor allem hier, in Amsterdam, in der Marianne Philippstraat, in Bouyeris Wohnung statt. Hier träumen sie gemeinsam von der Einführung der Scharia, des islamischen Rechts in den Niederlanden. Anschauungsmaterial finden Sie im Internet. Stundenlang ergötzen Sie sich an Hinrichtungsvideos aus dem Nahen Osten. Das Abschlachten von sogenannten Ungläubigen, Vorbild für die Ermordung Theo van Goghs. Das hat er sich sehr gut angeguckt. Es ist weniger ein Mord als eine Demonstration und eine Warnung an jeder, der etwas Negatives zu sagen hat über die Propheten oder über die Moslems. Das ist, was sie zu erwarten haben, dass sie wie Schweine abgeschlachtet werden. Eine Bedrohung, mit der Ayan Hirsi Ali seit September 2002 lebt. Seit dieser Zeit findet jedes Treffen mit Freunden, jedes Fest und jeder öffentliche Auftritt unter Polizeischutz statt. Ein Leben ohne Privatheit. Sie steht auf der Todesliste der Islamisten, weil sie gegen den radikalen Islam und für die Rechte der Frauen kämpft. Ein Leben im Versteck, aber kein Verstecken. We have had Nazism and communism, and now it's Islamofascism, and it's going to have its day. I think that what we have learned from the other totalitarian movements was understand it and stop it in time before it becomes too big to stop. Eine Botschaft, mit der sie im Januar 2003 ins niederländische Parlament gewählt wird.
Welch ein Weg für eine Frau, die 26 Jahre streng als Muslima in Somalia und Kenia lebte. Sie wurde beschnitten, ihr Koranlehrer hat sie fast tot geprügelt, sie wurde zwangsverheiratet und floh ins liberale Holland. Sie findet neue Freunde und genießt ihr neues Leben. Aber seit sie dafür streitet, dass alle muslimischen Frauen diese Freiheit bekommen, ist ihre eigene eingeschränkt. Unbeschwerte Abende wie dieser sind seither seltener. Abende wie der 23. Februar 2003 hier in der Wohnung von Theodor Hollmann. Zum ersten Mal trifft die frisch gewählte Abgeordnete Ayaan Hirsi Ali auf einen Bewunderer, der sie im Wahlkampf unterstützt hat, Theo van Gogh. It was a very cozy evening, and we had much laughs, and it was very strange, and everybody was in very good spirits at that moment, and very high spirits. So that was the first time they met. It was immediately a very good friendship. They understood each other, and they realized at that moment that they were in the same war, because Ayaan was always fighting a war, we said, and Theo was as well. Währenddessen bereitet sich Mohamed Bouyeri auf seinen heiligen Krieg vor. Im Bericht des Geheimdienstes aber heißt es noch immer, er spielt nur eine unterstützende Rolle. Eine nur unterstützende Rolle? Tatsächlich schreibt er jetzt verstärkt radikale Texte im Internet. Aus dem Freizeitjournalisten ist der Medienkrieger geworden. Kampfname Abu Zubair. Gab es von Ihnen irgendwelche Hinweise an den Geheimdienst? Da ist jemand, da muss man aufpassen? Es haben verschiedene Leute haben so auch Briefe geschrieben am Geheimdienst und haben am Internet diskutiert über diese Frage, ob es nicht Zeit wurde, dass die Geheimdienst sich auch mit dieser Abu Zubair beschäftigten. Aber soweit ich weiß, hat der Geheimdienst da nie darauf reagiert. Dabei nehmen die Fantasien der Internetpamphlete jetzt Gestalt an. Aus den virtuellen werden echte Kontakte. Mitglieder der Hofstadt-Gruppe reisen im Oktober 2003 nach Barcelona. Zu Abdeladim Akudat, einem Kontaktmann ihres verehrten Scheichs Abu Khaled. Akudat gilt als enger Vertrauter Mustafa Sakawis, einem der meistgesuchten Köpfe der Al-Qaida. Die Besucher aus Holland wohnen bei Akudat. Genau wie sie ist auch er marokkanischer Herkunft. Auch er lebt in einem Stadtteil, in dem ein Islamist nicht aufhält. Hinter der Fassade eines harmlosen Naturheilkundlers und Betreibers eines Telefonladens bleibt das Doppelleben des Akudat unerkannt. Der holländische Besuch ist gerade abgereist. Da wird Akudat vor seinem Telefonladen in Barcelona verhaftet. Akudat soll einer der Hauptverantwortlichen sein für die Anschläge in Casablanca, bei denen am 16. Mai 2003 über 40 Menschen starben. Die Selbstmordattentäter soll Akudat losgeschickt haben. Im spanischen Haftbefehl werden auch die zahlreichen Reisen Akudats in die Niederlande und seine Kontakte zu Mitgliedern der Hofstadt-Gruppe erwähnt, vor allem zu Abu Khaled. Wurde die Hofstadt-Gruppe tatsächlich von Akudat gesteuert? Él no tiene, él al menos ha explicado siempre que sí, que tiene familiares en Europa, ha tenido familiares en Europa, en Holanda, básicamente, y que incluso ha subido en algunas ocasiones también a países nórdicos en sus viajes a Europa, pero que nunca ha tenido los contactos que se le preguntan. Entonces, ¿cuáles son los familiares que tiene allí? Creo que habló de hermanos. Creo que habló de hermanos.
4 seiner niederländischen Brüder werden 2 Tage später hier in Schiedam verhaftet. Darunter auch Abu Khaled. Nur Mohamed Bouyeri nicht. Lediglich seine Wohnung wird durchsucht, weil der mutmaßliche Leiter der Hofstadt-Gruppe, Abu Khaled, bei ihm wohnt. Bouyeri bringt ihm und den anderen Pizza ins Gefängnis. Der Syrer Abu Khaled wird nach Deutschland abgeschoben, nach Olsberg im Sauerland. Denn dort ist er als Asylbewerber registriert, seit 1994. Sein Asylantrag wurde damals abgelehnt. Dann verliert sich die Spur für die nächsten 4 Jahre. In dieser Zeit soll er in Pakistan gewesen sein, im Al-Qaida-Ausbildungslager. Dann kommt er wieder, stellt einen neuen Antrag unter anderem Namen. 2-mal wird er an der Grenze mit gefälschtem Pass erwischt, ohne Konsequenzen. Dabei ist Abu Khaled als radikaler Islamist bekannt. Der amerikanische und der israelische Geheimdienst stufen ihn als Al-Qaida-Funktionär ein. Und die Deutschen? Haben sich andere Dienste für ihn interessiert? Dazu kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Das heißt, weder ja noch nein. Abu Khaled zieht wieder hier im Asylbewerberheim in Olsberg ein. Auch die Brüder in Holland werden bald aus Mangel an Beweisen freigelassen und besuchen ihn. Ein Augenzeuge kennt Abu Khaled und seine Freunde. Er will unerkannt bleiben. Besuch hat er oft gekriegt. Von wo? Da waren verschiedene Leute, waren auch von Nachbarländern waren auch hier zum Besuch gekommen. Mhm. Ja. Kamen die aus Holland? Waren auch welche. Den Mann habe ich einmal gesehen. Der war da. Und mit welchem Fahrzeug kamen Sie? Das war der Bus. Ford Transit. Welche Farbe hatten dieses Fahrzeug? Weiß. 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 Der weiße Kleinbus wird noch eine Rolle spielen. Am Mordtag. Im April 2004 jedenfalls wird Abu Khaled mit diesem weißen Kleinbus in Olsberg abgeholt werden. Also wir haben am 14.05. die Meldung von der Stadt Olsberg bekommen, dass er unbekannt verzogen ist. Unbekannt verzogen? Ein Mann, für den sich die Geheimdienste weltweit interessieren? Natürlich weiß man zumindest in Holland genau, wo Abu Khaled sich befindet. Im Bericht des Geheimdienstes heißt es im Mai 2004, dass der Syrer als der eigentliche Leiter des Hofstaat-Netzwerks bezeichnet werden kann und dass er überwiegend bei Mohamed Bouyeri wohne. Und es gäbe weitere Personen, die als Gefolgsleute des Syrers gelten. Einer dieser Männer wird im Juni 2004 verhaftet. Er soll Anschläge geplant haben auf das Parlament in Den Haag und auf den Amsterdamer Flughafen Schiphol. Mohamed Bouyeri ruft derweil im Internet zum Heiligen Krieg auf. Der holländische Geheimdienst liest mit und stuft ihn dennoch weiterhin als Randfigur ein. Er war beslist kein minor figure. Absoluut niet. Hij was met name als geestelijk leider was hij heel belangrijk. Hij was de persoon die allerlei geschriften, en in zijn geschriften zie je een ontwikkeling van naar een steeds extremer wereldbeeld op basis van zijn interpretatie van de Koran. Aus dem Schüler ist der Lehrer geworden. Im August 2004, 3 Monate vor dem Mord, schreibt er einen offenen Drohbrief an das niederländische Volk, in dem es heißt: Die düsteren Wolken des Todes ziehen sich zusammen über ihrem Land. Für den Tod und das Leid unserer Brüder und Schwestern muss euer eigenes Blut fließen. Ihr seid überall zur Zielscheibe geworden: in der Straßenbahn, im Bus, Zug, Einkaufszentrum. Also dies ist ein Bild, das konnte man schon vom April 2004 auf verschiedenen Stellen ins Internet finden. Und darüber steht, wann ist der Theo an der Reihe? Eine Situation, die sich im Sommer 2004 zuspitzt, mit Ayaan Hirsi Alis Filmprojekt Submission. Keiner aber ahnt, wie sehr.
When Ayan came with his idea to make submission, he immediately said yes. But it was her idea, it was her script. So the first thought, my first thought also was, well, you don't have time for this. And then he said, we can do this in a day. Which he did, basically. So it was shot in a day. Für ihn ist es ein Drehtag und die Lust am Skandal. Für sie ist es ihr Lebenswerk. Eine kompromisslose Anklage gegen die Männergewalt im Islam, wie sie sie selbst erfahren hat. The woman, the female body is, you know, the lowest. Always has to be hidden and is, you know, associated with all sorts of evil. And then there is the Quran, which is the holiest and the highest and the best and the word of God. And then putting these two together is a provocation. But it was to provoke thought and change and not to provoke murder. He pronounces me guilty. The sentence I have to serve is in your words. The woman and the man guilty of adultery or fornication, flog each of them with 100 stripes. Let no compassion move you in their case. Then I took the videotape to the Ministry of the Interior, Minister of Finance. I showed it to different people, and I asked the Minister of the Interior, I want protection for Theo van Gogh because this is dangerous. And he conceded and he said, don't worry, nothing will happen to him. 2 Monate später ist Theo van Gogh tot. Heute will sich keiner mehr äußern. Nicht der Innenminister, nicht die Polizei und schon gar nicht der Geheimdienst. Dabei hätte der viel zu erzählen. 2 Monate vor dem Mord ziehen einige Mitglieder der Hofstadt-Gruppe nach Den Haag in eine neue Wohnung. Was sie nicht wissen? Der Geheimdienst hat sie in eine Falle gelockt. Die Wohnung ist mit Mikrofonen verwanzt. Jedes Gespräch, das sie hier führen, schneidet der Geheimdienst mit. Auch jedes Telefonat aus der Antoniusstraat und jedes Handygespräch wird aufgezeichnet. Häufig reden sie in der Sprache der marokkanischen Berber miteinander. Ein Problem für den Geheimdienst. Es gibt zu wenig vertrauenswürdige Übersetzer. Erfährt der Geheimdienst also überhaupt, was in dieser Wohnung wirklich besprochen wird? Vielleicht die Ermordung Theo van Goghs? Und was ist mit der Wohnung Mohamed Bouyeris in Amsterdam, in der sich die Gruppe nach wie vor trifft? Wird auch diese abgehört? Immerhin wohnt hier der Kopf der Terrorzelle, Abu Khaled. Were there also microphones in the flat in the Marianne Philipsstraat? Nee. We hebben ze niet aangetroffen. En we hebben daar van de AfD ook niets over gehoord. Erstaunlich. Der Geheimdienst hält die Gruppe für so gefährlich, dass er einigen Gruppenmitgliedern sogar eine überwachte Wohnung vermittelt. Ausgerechnet die Wohnung aber, in der Abu Khaled wohnt, den andere Geheimdienste für einen Al-Qaida-Funktionär halten, wird nicht abgehört? Auch Mohamed Bouyeris Telefon wird nicht überwacht. Und das alles, obwohl er offensichtlich immer stärker abdriftet, seit Monaten nur noch für seinen heiligen Krieg lebt. Naar zijn financiële gegevens, want we hebben onderzoek gedaan naar zijn financiën. En dan zie je dus dat hij geen uitkering meer kreeg. Dat was ongeveer een maand, anderhalve maand voordat hij de aanslag heeft gepleegd. En dat hij op dat moment ook al geen enkele moeite meer deed om zijn uitkering te krijgen. Je ziet dat hij in ieder geval een aantal dagen van tevoren zijn testament heeft geschreven. Ruim een maand van tevoren is een deel van het testament ook al bij hem aangetroffen. In bloed getränkt. Mohamed Bouyeris Testament, der Brief an die Freunde. Diese Botschaft ist für euch, die Kämpfer. Der Baum Gottes wartet auf euch, sehnt sich nach eurem Blut. Allah wird euch den Weg dorthin nicht versperren. Er gibt euch das Paradies anstelle des irdischen Jammertals. Mein Ende ist nah. Einen Monat vor dem Mord wird Bouyeri beim Schwarzfahren erwischt und brüllt: Sie spielen ein Spiel mit mir.
Er wird festgenommen. Die Polizei findet bei ihm das Testament und Telefonnummern von terrorverdächtigen Islamisten und übergibt ihn dem Geheimdienst. Und dann wird er einfach wieder freigelassen. Wenige Tage vor dem Mord betet Imam Scheich Fawaz: Gott, du mögest Ayan Hirsi Ali und Theo van Gogh mit den schwersten Krankheiten bestrafen. Auch Bouyeri verkehrt hier in der Al-Sunnah-Moschee in Den Haag. Gott, schick beiden deine Verdammnis. Schicke van Gogh eine unheilbare Krankheit, sodass van Gogh sich den Tod als Erlösung wünscht, aber nicht bekommt. Gott, du mögest bitte van Gogh Unheil schicken. Betet der Mörder hier mit? Der Geheimdienst jedenfalls hört mit, aber er warnt das Opfer nicht. November 2004. Während Theo van Gogh noch schläft, steht sein Mörder zum Gebet auf. Gegen 5.30 Uhr frühstückt er mit seinem Mitbewohner. Der legt sich nach dem Morgengebet wieder schlafen, wird er später aussagen. Allahu Akbar. 6.30 Uhr, Bouyeri verlässt das Haus. Vermutlich wird er mit einem weißen Kleinbus abgeholt. Im Laderaum das Fahrrad. Noch 14 Kilometer bis zum Opfer. Zeugen werden sich erinnern, einen weißen Kleinbus in der Nähe des Hauses von van Gogh gesehen zu haben. Ist es Zufall, dass ein Mitglied der Hofstadtgruppe in der Pythagorasstraat schräg gegenüber van Goghs arbeitet und einen weißen Kleinbus fährt? Um 8 Uhr wird Mohamed Bouyeri ganz in der Nähe an einer Bahnunterführung von mehreren Zeugen gesehen. Er wartet auf sein Opfer. 8.15 Uhr. Theo van Gogh verlässt wie immer pünktlich sein Haus. Auch heute fährt er die übliche Route zu seiner Firma Column Productions. Van Gogh hält wie jeden Morgen am Tabakladen und kauft eine amerikanische Zeitung und Zigaretten. Er zahlt mit Kreditkarte. Die im Rechner registrierte Zeit ist 8.30 Uhr. Noch 2 Minuten, bis er auf seinen Mörder trifft. Insgesamt 8 Schüsse feuert Bouyeri auf sein Opfer. Aus kurzer Entfernung. Äußerlich völlig ruhig schneidet er ihm dann die Kehle durch und rammt ihm das Messer mit dem Drohbrief an Ayan Hirsi Ali in die Brust. Das Werk eines Einzeltäters? Onun konuştuğu adamlardan sadece 2 kişi gördüm bu ara. 2 kişi hemen bu sokaktan o yanına kaçtılar yani. Onlarla konuştu, onlarla işbirliği var işte sen ne yapıyorsan yap, bu an için bunun işini bitir diyerekten böyle sesleri geliyor. Yani Arapça hem anladığım dil kadar hem de bir de Hollandaca anladığım dil kadar. Onlar bu yanına kaçtılar bu sokağa doğru, o oğlan da Öster Park'a doğru girdi. Noch immer seltsam langsam geht Bouyeri in Richtung Osterpark. Ein Passant sagt fassungslos zu ihm: Das kannst du nicht tun. Er antwortet: Oh doch, das kann ich. Er hat es selbst so gewollt. Jetzt wisst ihr, was euch erwartet. Im Gehen lädt er seine Pistole nach und beginnt nun doch zu rennen. Sondereinheiten der Polizei haben den Park umstellt. Über Funk kommt die Anweisung, schusssichere Westen anziehen. Der Einsatz gerät außer Kontrolle.
Am Parkausgang schießt Bujeri einen Polizisten auf einem Motorrad nieder. Er überlebt nur knapp. Es gelingt ihm, auch die nächsten Beamten zu treffen. Er schießt insgesamt 15 Mal. Aus einer kroatischen Pistole. Woher er die Mordwaffe hat, wird nie geklärt werden. Krach machen und nicht verstummen. Das Motto der spontanen Demonstration für Theo van Gogh am Abend des 2. November 2004. An diesem Tag ist nicht nur ein unbequemer Filmemacher ermordet worden. Zerstört wurde auch der Traum vom bunten Miteinander, auf den Amsterdam so stolz war. Murders are happening when thoughts are changing. I think. And it's extremely sad that my best friend and Theo and that Theo was the victim of that. But it had to happen. It was necessary that Ayaan was here. It was necessary that Ayaan met Theo. It was necessary that submission was made. And something good will come out of that, I hope. I comfort myself with that thought. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Onze lieve, getalenteerde, lastige, dappere, sprankelende, zorgzame familiezieke zoon is dood, vermoord. Een barbaar zegt als hij geen respect krijgt: dit vieze, dikke, vette varken moet dood, want hij is onrein. Theo zei altijd als hij gebeld had: take care. Ik zeg dat nu tegen u allen. Take care voor de toekomst. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Ausnahmezustand in Holland. In der Woche nach der Ermordung van Goghs brennen Moscheen und islamische Schulen. Rechtsradikale nutzen die Wut für ihre Zwecke. Eine Woche später versucht die Polizei, die Wohnung der Hofstadtgruppe in Den Haag zu stürmen. Das aber gelingt erst nach 14 Stunden Belagerung. Beim ersten Versuch waren die Polizisten mit einer Handgranate empfangen worden. Die Eingekesselten verabschieden sich über Handy von ihren Glaubensbrüdern und kündigen ihren Märtyrertod an. Erst nach einem massiven Gaseinsatz können sie überwältigt werden. Ihr Herr und Meister Abu Khaled ist zu diesem Zeitpunkt schon weg, abgetaucht. Am selben Tag, an dem Theo van Gogh ermordet wird, verschwindet er mit falschem Pass über die belgische Grenze in die Türkei und dann nach Syrien. Sein Schüler schweigt vor Gericht, bis auf ein Schlusswort an die Mutter des Opfers. Er habe nichts persönlich gegen ihren Sohn gehabt, sondern nur seinen Propheten verteidigt. I can't forgive, you know, because the loss is so enormous that and for nothing. They say, of course, not for nothing, for Allah. But I can't believe in a religion which kills people. Then I'm glad I don't have a religion. Is it?
Am 16.08.2005 wird Mohamed Bouyeri zu lebenslanger Haft verurteilt, als einziger. 9 Monate hat die Staatsanwaltschaft ermittelt und doch am Ende nur ihn vor Gericht stellen können. Aangezien er op dat moment ook geen onderzoek plaatsvond, in ieder geval geen politieonderzoek plaatsvond naar de groep, hebben we daar dus ook geen informatie over. Maar ik acht het onwaarschijnlijk dat van tevoren niet is overlegd met anderen. Nur bewijzen konnte er es nicht. Und die Tonbänder? Die Mitschnitte der Gespräche aus Den Haag? Wij hebben de tapes gekregen over de periode van 3 tot 10 november. En before? Niet. Why not? De AIVD heeft ons bericht dat er in die periode geen relevante gesprekken zijn opgenomen. Do you believe that? Ik heb op de terechtzitting al mijn verbazing daarover geuit. Ik moet ervan uitgaan. Was ist wirklich auf diesen Bändern zu hören? Gab es Hinweise auf den geplanten Mord, die der Geheimdienst übersehen hat? Oder sollen Informanten geschützt werden? Wenn dies zutrifft, wer ist der Spitzel? Abu Khaled? Immerhin konnte er problemlos mit falschen Pässen durch Europa reisen. Dann wäre klar, warum er dabei mehrfach gefasst und immer wieder freigelassen wurde. Oder etwa Mohamed Bouyeri selbst? Das immerhin würde erklären, warum der Geheimdienst dessen Bedeutung in der Hofstadt-Gruppe konsequent heruntergespielt hat. Mit der Verurteilung des Einzeltäters jedenfalls ist die islamistische Terrorgefahr nicht gebannt. Und dies ist ein Video, der gemacht ist durch die Freunde von Mohamed Bouyeri. Und im Hintergrund hört man dann eine Rede, worin angekündigt wird, dass jeder, der Prophet oder der Islam beleidigt, getötet werden soll. Und dieses Video endet dann mit das mehr oder weniger offizielle Logo der Hofstadt-Gruppe, der Pol der Mujahedin. Und man hört am Ende auch, dass die Messer geschliffen werden fürs Abhacken der nächsten Köpfe. The murder like the one on Theo, which is not just a murder, but it's a ritual slaughter, is maybe even more effective than a bomb going off in the train station. Yes, that leads to hundreds of deaths, but it's the next day, people will have to go by train anyway, so it won't change their lives. This simple singled out attack changes lives immediately, because most people really don't dare to say what they used to say before that. Politicians are more cautious, comedians are more cautious, everybody's more cautious. The same with the cartoon crisis in Denmark. There won't be a cartoonist in the world who will make a cartoon of Mohammed the next 50, 100 years. Column Productions wollte in größere Räume umziehen. Aber kurz nach der Ermordung van Goghs sagten Vermieter plötzlich ab. Mit ihren Filmen würde die Firma Muslime provozieren. Das sei nicht gut für ein friedliches Mietverhältnis. Und es gefährde die Nachbarn. Throughout history there have been people who've always been more than willing to appease evil when they see it, get frightened by it and think if we just do what they want, then maybe they will not hurt us. That's the idea behind it. And I think that idea is wrong. But fortunately there are still more and more people, more and more individuals within society who are waking up to this new challenge of evil and who are saying, well, we are not going to keep quiet about it. Sie aber erhebt ihre Stimme jetzt von Washington aus, als Wissenschaftlerin. Ihr Mandat in den Niederlanden hat sie niedergelegt. Zu ihrem Abschied sind viele Freunde gekommen, aber nur wenige Politiker. Abgang einer Unruhestifterin. Zuletzt hatte sie nicht einmal mehr eine Wohnung. Anwohner hatten gerichtlich durchgesetzt, dass sie ausziehen musste. Mit ihr als Nachbarin fühlten sie sich nicht mehr sicher.
Wenige Monate nach ihrer Abreise beginnt sie mit der Arbeit an Submission Teil 2. There was a time before Theo and after Theo. And the time before Theo was, though I'm feeling very well now, the time before Theo was died was a very, very good time. That was champagne and cocaine. And now it's antidepressivica and water. Come on. Ein letztes Mal sollte diese Zeit aufleben bei der Trauerfeier für Theo van Gogh. Er selbst hatte sie sich so gewünscht. Wenige Wochen zuvor war er nach New York geflogen. Falls ich die Reise nicht überlebe, hatte er gewitzelt, dann müsst ihr eine Party feiern. Und er hatte genaue Regieanweisungen gegeben. Champagner, elegante Frauen und seine Lieblingsband. To hang with the devil in the broad daylight, had a room, a walk on bound till we had our own, we're kind of falling out, leaving me alone in the broad daylight.